Jan Smit, geboren am 31. Dezember 1985 in Volendam, Nordniederlande, ist ein berühmter niederländischer Sänger, der in seiner Musikkarriere große Erfolge erzielt hat. Von 2015 bis 2018 schloss er sich dem deutschen Trio Club 3 an und weitete seinen Ruhm über sein Heimatland hinaus aus. Berühmt wurde Jan Smit 1997 mit dem Hit "Ich sing dit Lied vor Ju allein", ich singe dieses Lied nur für dich, einer Coverversion von Andrea Jürgens. Seine Vielseitigkeit hat er nicht nur im Musikbereich, sondern auch in der Unterhaltungsbranche unter Beweis gestellt, angefangen beim Erhalt von Exportpreisen für seine besten Verkäufe im Ausland bis hin zur Teilnahme an verschiedenen künstlerischen Projekten. Auch Jan Smit hatte im Leben Herausforderungen und Traurigkeit. Die Eröffnung eines persönlichen Modegeschäfts namens J-Style im Jahr 2006 war zwar zunächst erfolgreich, musste jedoch 2011 geschlossen werden. Dies war ein herzzerreißender Misserfolg in seiner Geschäftskarriere. Neben seinem Erfolg als Künstler und Geschäftsmann sah sich Jan Smit auch mit familiären Herausforderungen konfrontiert, als sein Manager Jaap Buys im Jahr 2015 verstarb. Dies war ein großer Verlust für ihn und könnte Auswirkungen auf seine Karriere haben. Sowohl die Seele des Künstlers als auch die Person Jan Smit. Doch mit Leidenschaft für Musik und Beharrlichkeit überwand Jan Smit Schwierigkeiten und eroberte weiterhin das weltweite Publikum. Seine Karriere ist nicht nur eine persönliche Freude, sondern auch ein Teil der internationalen Musikgemeinschaft. Jan Smit, ein berühmter Name in der niederländischen Musikindustrie, ist nicht nur ein hervorragender Sänger, sondern auch Manager, Geschäftsmann und Moderator. Er wurde am 31. Dezember 1985 in Volendam geboren, begann seine Musikkarriere schon in sehr jungen Jahren und entwickelte sich schnell zu einem der Top-Künstler der Niederlande. Ein wichtiger Wendepunkt in Jan Smits Karriere war die Gründung der Band Club 3 mit Florian Silbereisen und Christoph de Bolle im Jahr 2015. Diese Band brachte großen Erfolg in vielen europäischen Ländern und weitete Jan Smits Einfluss über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus aus. Das Leben eines Stars besteht jedoch nicht nur aus brillanten Momenten. Jan Smit erlebte persönliche und familiäre Herausforderungen, darunter den Verlust seines Managers Jaap Buys im Jahr 2015. Dieser Verlust war nicht nur ein persönlicher Verlust, sondern auch ein großer beruflicher Verlust. Ihr Künstler. Darüber hinaus war die Eröffnung seines persönlichen Modegeschäfts im Jahr 2006 trotz kurzfristigem Erfolg ein bedauerlicher Misserfolg in seiner Geschäftskarriere, musste es dann aber 2011 schließen. Jan Smit war jedoch ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert und behielt seine vielfältige Karriere bei. Er arbeitet weiterhin hart in der Musik- und Unterhaltungsbranche, nicht nur um seinen persönlichen Einfluss zu stärken, sondern auch um einen Beitrag zur Gemeinschaft von Künstlern und Fans auf der ganzen Welt zu leisten. Jan Smit hat mit seinem Enthusiasmus und seiner Vielseitigkeit viele Erfolge erzielt und dazu beigetragen, die kulturelle und künstlerische Landschaft in den Niederlanden und anderen Ländern zu bereichern. Er hat seine Position nicht nur durch seine Gesangskarriere behauptet, sondern auch durch seine Rolle als Moderator der Eurovision 2021 in Rotterdam. Höhen und Tiefen im Leben und in der Karriere sind für jeden unvermeidlich, und Jan Smit ist da keine Ausnahme. Obwohl er mit Schwierigkeiten und Misserfolgen konfrontiert war, behielt er seinen Optimismus und seine Entschlossenheit zum Aufstieg bei. Die Liebe und Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau und seiner Kinder, spielten eine wichtige Rolle dabei, ihm durch schwierige Zeiten zu helfen. Jan Smits Sinn für Musik liegt nicht nur in seinem herausragenden Talent, sondern auch in seiner Fähigkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten.
Seine Aufrichtigkeit und Intimität bei der Darbietung schufen eine starke Bindung zu seinen Fans und ließen alle seine Erfolge und Misserfolge real und echt erscheinen. Jan Smit ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein Mann mit einer großen Seele und einem großen Herzen. Die Vielfalt seiner Karriere und seine Begeisterung für jedes Projekt haben ihm geholfen, ein positives und angesehenes Image in der Künstlergemeinschaft und darüber hinaus aufzubauen. Obwohl Jan Smits Leben nicht ohne Herausforderungen und Misserfolge verlief, bewies er in jeder Situation seine Stärke und Ausdauer. Jan Smit ist nicht nur in der Musikbranche berühmt, sondern hat auch durch seine Rolle als Präsident des Fußballclubs FC Volendam ab Juli 2022 einen starken Eindruck hinterlassen und sein Multitasking und seinen Wunsch, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, unter Beweis gestellt. Jan Smit hat mit seinem Stil und seiner Aufrichtigkeit bei jeder Aktivität ein positives und inspirierendes Image für Fans und Musikfans geschaffen. Mit seinen positiven Projekten und Erfolgen in seiner Karriere und seinem Privatleben ist er zu einer kulturellen Ikone geworden, die von den Fans respektiert. Schade, das wird kompliziert. Also bei dieser Tafel hier kann man nicht wirklich direkt die Assoziativität ablesen. Mit der beschäftigen wir uns gleich nochmal allgemein. Aber Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie Restklassen miteinander addieren, ist assoziativ. Das beweisen wir aber auch gleich nochmal. Assoziativität ist ein bisschen ein schwieriger Fall, den kann man bei so endlichen Mengen in der Vögtefuchstafel nicht direkt erkennen. Naja, okay, aber ist assoziativ, können wir uns vorstellen, wenn wir ne, so oder so verknüpfen, erstmal funktioniert. Wir addieren ja immer und bilden letztlich am Schluss den Rest. Und ob ich es so rum addiere oder so rum addiere, ist egal. Okay, jetzt, also es handelt sich um eine Halbgruppe, da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. So. Was ist denn das Neutralelement? Gibt es ein Neutralelement und woran kann ich das in der Verknüpfungstafel erkennen? Ja? Die Restklasse 0 ist das Neutralelement. Genau, die Restklasse 0 ist das Neutralelement. Weil, woran sehe ich das? Genau, wenn ich die Restklasse 0 eben vorhin zuaddiere, weil ich die Ausgangsklasse, die ich hatte. Genau. Immer wenn ich die 0 irgendwo dazu addiere, erhalte ich wieder das Ausgangselement. Ne? Hier addiere ich die 0 von links an alle Elemente ran und ich kopiere einfach die Zeile hier rein. Es ändert sich nichts an den Elementen. Wenn ich die 0 von rechts dran addiere, ändert sich auch nichts. So, das heißt, die 0 ist unser Neutralelement, haben wir auch ein Neutralelement gefunden. Wie sieht's mit inversen Elementen aus? Jetzt müssen wir ja für jedes Element ein inverses Element finden. Woran kann man das in der Verknüpfungstafel sehen? Ja. Achso. Ja, genau. Sehr schön. Die 0 ist in jeder Zeile zu finden und in jeder Spalte zu finden. Also kommt die 0 immer für jedes Ausgangselement mal raus, egal ob ich von rechts oder von links dieses Element ranrechne. Ne? Also für die 0 ist die 0 das Neutralelement von rechts, für die 1 ist es die 3, für die 2 ist es die 2 und für die 3 ist es die 1. Genauso umgedreht. Ne? Jetzt kam die 0 in jeder Zeile vor und wenn ich jetzt von hier betrachte, kommt die 0 auch in jeder Spalte vor. Das heißt, es gibt zu jedem Element ein inverses Element. Das heißt, wir haben eine Gruppe. Z4 mit der Addition ist eine Gruppe. Ist es auch eine kommutative Gruppe? Woran kann ich das sehen?